Hey, Alter, ich habe meine Zelte woanders aufgeschlagen. Mehr Platz, besseres Feng Shui. Komm vorbei, wenn du die Gelegenheit hast. Ja, und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge Sunset Overdrive. Ich habe ein paar Dinge erfahren, als ich die Skeps verhört habe. Sie haben angeblich mit Norton zusammengearbeitet. Er hat ihnen Pläne für Waffenverbesserungen geliefert und sie haben ihn dafür beschützt. Arschloch! Ich wette, er hat sie in der Sekunde zum Bahnhof geschickt, als er aufgelegt hat. Ich würde ihn ja ordentlich in den Arsch treten, aber er hat den Rest der Truppe auf seiner Seite. Die können wir nur überzeugen, wenn wir Wilprim finden und ihn zu ihm zurückbringen. Wir arbeiten gerade dran. Ich muss ein paar Nachforschungen über das Mülllastersystem anstellen. Die Signale sind analog, schwer zu verfolgen. Meld dich, wenn du es raus hast. Okay, Leute. Floyd hat eine neue Basis, nämlich hier drüben bei dem Takoladen. Und wir werden hier schon wieder überrannt. Gibt's doch nicht. Woher kommen die immer alle? Warum will mich hier alles und jeder tot sehen? Ich hab doch gar nichts getan. Eigentlich bin ich doch ein ziemlich netter Kerl. Ich sollte ihn wohl besser töten. Ja, eine gute Idee. Wir töten ihn ganz schnell und dann machen wir die nächste Mission. Und wir alle wissen, sowas hier kann man nur mit einer dicken, fetten Bowlingkugel eliminieren. Alles klar, beinahe tot. Schon die Hälfte der Energie ist weg. So, Kumpel, verzieh dich. Volle Ladung mit dem Dude. Wow, 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 wow. Die drehen gerade völlig durch. Alles klar, erstmal hier raus und die Flammen müssen ran. So, den hätten wir. Der Dicke ist weg. Jetzt auf den Eisheini hier oben. Bams. Und dafür gibt es jede Menge Drogen. Oh, hier ist noch einer von denen. Ja, die muss man wegholen, weil die geben ziemlich viele Energy Drinks. Die haben gut was gesoffen, die Kollegen. Gut, ich würde sagen, gehen wir rüber zu Floyd und schauen uns mal seine neuen Pläne an. Und hepp. Ja. Und da wären wir. Die Bushido-Truppe? Bin nicht überrascht, dass sie überlebt haben. Sind ja schließlich allzeit bereit. Warte mal, gibt's hier noch Munition? Denn ich hab nicht mehr so viele Bowlingkugeln. Was hältst du davon? Keine Sorge, du kannst immer noch zur Brauerei zurück, wenn du willst. Aber mit dieser Basis können wir neue Ems kochen. Ich habe ein weiteres Fass installiert, also sieh regelmäßig nach beiden Fässern. Wir haben ja echt einen guten Eckplatz, aber das bedeutet, dass wir die Basis von zwei Seiten verteidigen müssen. Wie gesagt, wir haben jetzt zwei Fässer. Das bedeutet bessere Ems, aber auch mehr Wachsamkeit. Die Fässer sind alle an dieselbe Quelle angeschlossen, also verlieren wir Overcharge, wenn eines davon angegriffen. Wenn du nicht vergisst, deine Fallen einzusetzen, dann läuft alles glatt. Also zum größten Teil. So, also, wieder so eine Verteidigungsmission und wir können hier noch mehr Fallen mitnehmen. Und zwar haben wir ja neue bekommen. Einmal diese Feuerfalle hier drüben und natürlich auch noch eine sehr coole Eisfalle. Die Sensorfrostfalle. Gut, die kommen von hier, eine Seite und von der anderen Seite. Es gibt hier zwei Wege rein, hier in der Mitte treffen sich alle. Oh, warte mal, warte mal, warte mal, das sind so viele Wege. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier alles halten kann. Die werden wahrscheinlich von hier kommen. Okay, wir machen das so, ich habe eine Idee. Wir machen das ganz schnell und zwar gehen wir direkt hier drüben hin und setzen hier die Fallen hin. Dann gehe ich nämlich hier auf Nummer sicher. Oh, die Dinger sind ziemlich groß. Moment, eine Eisfalle setzen wir hier hin. Und eine Feuervariante setzen wir einfach mal hierhin. Gut. Dann hätte ich ganz gerne noch so ein Mixer-Ding. Und zwar hier. Den Rest muss ich halt mit der guten alten Handarbeit wegholen. Denn eine bessere Idee habe ich bis jetzt nicht. So, Eisfalle. Moment. Eisfalle setzen wir wieder hierhin. Die Feuerfalle setzen wir
hier hin. Na, das war keine Feuerfalle, das war eine Eisfalle. Ich will aber hier noch eine Feuerfalle. So. Also, wie gesagt, die setzen wir hier hin. Und der gute alte Mixer schön in die Mitte. Und es würde sogar noch für eine Feuerfalle reichen. Oh, die nehmen wir auch. Aber die klatschen wir hier hin. Alles klar. Zeit, die Energie zu verbrauchen. Wenn du Energie zurückhaben willst, kannst du einfach eine der gelegten Fallen aufheben. Jo, legen wir los. Holy shit! Oh shit! Das wird richtig, richtig hässlich! Alles klar, wir müssen bouncen und wir müssen unbedingt die spuckenden Freaks wegholen. Oh nein, eine dicke Mama kommt auch noch. Wow, 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 was mache ich hier? Ich muss verteidigen. Okay, 3 Minuten muss ich den Wahnsinn hier überleben. Die Seite hier sieht eigentlich relativ okay aus. Bowlingkugel, Bowlingkugel. Wow, 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 wow. Alles klar, Spitter ist weg. Die Seite sieht gut aus. Ich weiß, Floyd, ich weiß. Schau dir die scheiß Armee an. Okay, die Fallen funktionieren. Aber hier drüben nicht. Jedenfalls nicht so gut wie erwartet. Okay, wir haben es, wir haben es. Sehr gut. Kannst du einen End machen, der Ems schneller macht? Oder ist das, wie sich mit dem letzten Wunsch mehr Wünsche zu wünschen? Okay, die Fallen hier sehen gut aus. Ich habe noch ein bisschen mehr Energie. Mal hier Feuer hin. Boah, ich brauche unbedingt hier den Dude. Es wird eine ganz, ganz harte Mission, das Ganze hier. Ich weiß, Bro, ich weiß. Oh, der Dicke, der Dicke, der Dicke. Alles klar. Alles klar, das ist mies. Das ist fucking mies. Boah, was für eine Scheiße. Okay, wie viele kommen da noch? Langsam habe ich Probleme. Boah, das ist viel zu viel. Leute, ich bin hier gerade voll am Abkacken. Ich versuch's. Oh. Komm, wenige Sekunden.
wenige scheiß Sekunden. What the fuck? Ziemlich gutes Team, nicht wahr? Heilige Scheiße, war das viel. Wahnsinn, oder? Am Ende habe ich einfach nur noch auf die Fallen gebounced und bin Amok gelaufen. So, Erfolg, Mission beendet. Vergiss nicht, diese neuen Amps auszurüsten. Was haben wir denn hier schönes, neues? Na, Moment, hier drüben hin. Warte mal, ich will hier Frost reinnehmen. Der Winter naht. Sehr cool für den Dirty Harry. Und hier drüben. Neue Amps hier drüben. Nichts für den Helden. Ah, hier. Tornado. Ein Tornado. Klar, nehme ich mit. Definitiv. Tornados sind immer cool. Oh, ich soll noch ein Paket einsammeln. Moment. Noch ein paar Dosen mitnehmen. Das Paket ist irgendwo. Wir haben rausgekriegt, wie wir den Mülltruck aufspüren und Brill Cream finden können. Hol den Analog-Hacker ab, den ich dir geschickt habe. Ach, hier drüben. Ah, Moment. Vor Kim und ich haben die ganze Nacht daran gearbeitet. Das ist genial, wenn du mich fragst. Klar. Also gut. Du musst zur Satellitenschüssel gelangen. Ich erklär's dir auf dem Weg. Mit den Satellitenschüsseln können wir Brill Cream aufspüren. Ja. Genau. Mit ihnen können wir seine letzte Position durch Triangulation bestimmen. Bei uns in der Truppe gibt es jeden Monat eine Transmitterjagd, genannt T-Jagd. Jemand versteckt einen Transmitter im Wald und wir suchen ihn dann mit Parabolantennen. Wir bestimmen seine Position, indem wir zwei Vektoren zur Quelle zurückverfolgen. Das macht total Spaß. Wir haben nur einen Kompass und eine Karte. Leute, hört auf, sonst bekommt ihr noch einen Nerdgasmus. Ich werde den Typen mit Hilfe der Schüsseln suchen, aber euer trockenes Gesülze muss ich mir echt nicht geben. Genau so sieht's aus. Hier oben habe ich doch eine Truhe gesehen. Oder bin ich jetzt vollkommen verrückt? Normalerweise machen ja diese Truhen grünen Rauch. Ich könnte schwören, hier war eine. Ha. Aber ich sehe sie nicht mehr. Okay, wir gehen mal hier hin, ein bisschen höher gehen. Ich hab keine Ahnung. Kumpel, hast du eine Truhe gesehen? Oder war die irgendwo ganz hier oben? Ach, wer weiß das schon. Sind Truhen überhaupt so wichtig? Natürlich sind sie wichtig. Warte. Hier muss ich nach oben und hier brauche ich definitiv den guten alten Harry. Denn nur Dirty Harry kann das regeln mit einem Schuss. Bam! Alles klar, aus dem Weg. Hier ist echte Männerarbeit angesagt. Boah, der Tornado sieht ja cool aus. Den muss ich unbedingt in Aktion erleben. Dirty Harry ist so eine krass geile Waffe, finde ich. Es gibt irgendwie für den einzelnen Damage niemand besseren. Was ist hier los? Soll ich da hinkommen? Brocken am Boden? Oh, cool. Nein. Du sollst hier hin und zack.
Der Wall Run. Falsche Richtung.